Die Geschichte beginnt vor genau 120 Jahren in Appenzell. Die beiden Appenzeller Emil Ebneter und Beat Kölbener entwickeln den Appenzeller Alpenbitter als Naturprodukt. Zu dieser Zeit wird das Getränk von Ärzten sogar als Heilmittel empfohlen. Mitten in Appenzell brennt die Appenzeller Alpenbitter AG den beliebten Bitter noch heute nach dem gut gehüteten Geheimrezept. Bekannt ist nur, es sind 42 auserlesene Kräuter, die dem Appenzeller Alpenbitter das unverwechselbare Aroma verleihen. Pascal Löpfebrücker, Urenkel des Firmengründers Beat Kölbener, führt den Familienbetrieb in vierter Generation. Unsere wichtigsten Erfolgsfaktoren sind erstens das Produkt machen. Seit 120 Jahren steht Appenzeller Alpenbitter für Natur, Kräuter, für seine Herkunft, das wunderschöne Appenzellerland. Braucht und Tradition gehören zum Kern dieser Marke. Und das Produkt hat Charakter, Stil und Persönlichkeit, so wie es auf der Flasche eingeprägt ist. Zweitens, das Familienunternehmen. Wir denken, entscheiden und handeln sehr langfristig. Wir schwätzen auch nicht von Nachhaltigkeit, wir schwätzen von Enkeltauglichkeit. Bei uns hat ein Quartal nicht 3 Monate, sondern 25 Jahre. Das Traditionsunternehmen mit seinen rund 40 Mitarbeitenden beliefert hauptsächlich die Gastronomie und den Schweizer Detailhandel und setzt auf Innovation mit neuen Produkten wie beispielsweise dem Gin 27 Woodland oder Abacella. Vieles hat sich in den letzten 120 Jahren verändert. Doch der sagenumwobene Appenzeller Alpenbitter blieb und bleibt, wie er schon immer war. Eigenständig, mit Charakter, Stil und Persönlichkeit.